Es war ein Dilemma. Peter trainierte schwer an den Sportgeräten, um endlich die erträumten Brustmuskeln zu bekommen. Du weißt schon, die Muskeln, die die Brust schön definieren. Er lag mir in den Ohren. Ich trainiere jeden Tag auch mit Hanteln, aber ich schaffe es nicht, meinen unteren Brustkorb zu modellieren. Einen wie in Marmor gemeißelt. Eine interessante Challenge, aber ich hatte genau das Programm, das er brauchte. Bevor die Challenge begann, mussten wir noch ein paar Sachen erledigen. Zuerst maßen wir seinen unteren Brustkorb, 110 cm. Sein oberer und mittlerer Brustkorb sahen gut aus, aber sein unterer Bereich war schon etwas schwabbelig. Dann haben wir gemeißelt. Wir begannen mit der Flachhantelpresse. Peter setzte sich auf eine Bank, richtete seine Schultern auf und lehnte sich zurück. Er brachte die Hanteln über seinen Oberkörper und begann, sie über die Mitte seiner Brust zu drücken. Weil er ein kräftiger Kerl war, sollte er 15 Wiederholungen machen. Weiter ging es mit Seitheben. Wir stellten die Schrägbank ein, die für eine Person mit starken Schultern die beste Option ist. Peter legte sich darauf, er beugte seine Ellbogen und brachte die Hanteln nach oben und dann wieder nach unten. Er sollte seine Ellbogen nicht einrasten, weil sich dadurch der Druck von der Brust auf andere Muskeln verlagert hätte. Wieder sollte er 15 Wiederholungen machen. Als nächstes kam die geneigte Liegestütze. Diese Übung eignet sich hervorragend für Anfänger, die ihre Brust aufpumpen möchten. Mit der Zeit wird diese Übung weniger anspruchsvoll, weil es leichter wird, das Körpergewicht zu stemmen. Aber du kannst versuchen, was ich mit Peter gemacht habe. Wir haben Schlingen verwendet. Peter senkte die Gurte des Geräts auf Kniehöhe ab. Dann ging er in die Liegestützposition und griff die Gurte. Sein Steißbein lag in einer Linie mit Hinterkopf und Fersen. Er senkte sich ab und drückte sich wieder nach oben. Er machte 10 Wiederholungen. Nach einer Woche sahen wir, wie seine Muskeln deutlich definierter waren. Die nächste Übung war das flache Bankdrücken. Leute machen oft den Fehler, nur auf das geneigte Bankdrücken zu setzen. Natürlich zielt diese Übung auch auf die unteren Brustmuskeln ab. Du solltest es also unbedingt in dein Training integrieren. Aber wenn du deinen Brustkorb klar definieren willst, dann mach das flache Bankdrücken. Du legst dich einfach auf die Bank mit beiden Füßen flach auf den Boden. Dann bringst du die Hantel bis zur Mitte deiner Brust herunter und drückst sie wieder hoch, bis deine Arme gerade sind. Wir haben auch versucht, die Brust mit der Pec-Deck-Fliege gezielt zu bearbeiten. Der größte Teil der Bewegung erfolgt durch direkte Druckausübung über die Ellenbogen. Ich stellte den Sitz so ein, dass Peters Oberarme parallel zum Boden waren. Er schob seine Schulterblätter zusammen und drückte seinen unteren Rücken gegen das Polster. Dann bewegte er seine Arme in Richtung Körpermitte. Dabei zog er seine Brustmuskeln zusammen. Dann folgte der Brustdip. Diese Übung konzentriert sich fast ausschließlich auf das Aufpumpen des unteren Brustkorbs. Peter hüpfte auf die Stangen und blockierte seine Ellbogen, um sein Gewicht auf seinen Arm zu halten. Dann senkte er seinen Körper langsam ab. Er ging weiter nach unten, bis seine Oberarme parallel zum Boden waren. Aber als er tiefer gehen wollte, stoppte ich ihn, denn das könnte die Schultern überlasten und Verletzungen verursachen. Peter drückte sich dann wieder nach oben mit der Kraft seiner Arme und aktivierten Brustmuskeln. Die Hexpresse ist ein weiteres Muss. Peter legte sich auf die Bank mit einer Hantel in jeder Hand und brachte sie in die Mitte seiner Brust. Dann spannte er seine Brustmuskeln an, hob die Hanteln gerade hoch und brachte sie wieder zur Mitte seines Oberkörpers zurück. Außerdem schlug ich ihm vor, ein paar Kabelübungen zu machen, weil sie einen größeren Winkel haben und mehr Widerstand bieten. Als Peter die folgenden Übungen ausprobierte, spürte er noch mehr Druck auf seinen Brustmuskeln. Wir haben mit der vorwärts gebeugten Kabelkreuzung begonnen. Zuerst stellte ich die Rollen direkt über seine Schultern ein und er trat mit einem Fuß vor. Peter beugte sich nach vorne und hob die Arme in die Mitte seines Oberkörpers. Dann ging er zurück in die Ausgangsposition. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, kreuzte er auch die Arme an den Handgelenken, wobei er eine leichte Beugung der Ellbogen beibehielt. Diese Übung war schwieriger, sodass es einige Wochen dauerte, bis wir das Gewicht erhöhen konnten. Dann ging es weiter mit der geneigten Kabelbrustpresse. Wir stellten die Kabel am tiefsten Punkt der Kabelzugmaschine ein. Peter legte sich auf eine Bank und brachte beide Kabel in die Mitte seiner Brust. Dann drückte er die Griffe gerade nach oben und spannte seine Brustmuskeln an, um seine Ellbogen zu strecken. Seine Arme trafen sich dort, wo seine oberen Bauchmuskeln beginnen. Neben diesen Übungen machte er auch einige Brustdehnungen zu Hause. Peter neigt dazu, Fett im Brustbereich einzulagern, aber nur, weil er den ganzen Tag im Büro am Schreibtisch sitzt. Wenn man so da sitzt, wird die Brust enger und der Rücken schwächer. Um das zu beheben und für eine gute Körperhaltung empfahl ich täglich 2 Dehnungen der Brust.
Stell dich vor eine offene Tür mit den Armen im 90-Grad-Winkel und lehne deinen Körper durch den Türrahmen. Peter hat in der Nähe seines Hauses einen Trainingsplatz im Freien. Deshalb empfahl ich ihm, sich an einer Klimmzugstange zu hängen, um eine schöne Brust- und Rückenstreckung zu machen. Wir haben dieses Training viermal pro Woche 3 Monate lang durchgeführt. Nach dieser Zeit maßen wir seinen unteren Brustkorb erneut. 123 cm, 13 cm mehr als am Anfang. Und was sein Ziel betrifft, wie eine Marmorskulptur auszusehen, was soll ich sagen? Peter hat jetzt ein paar ziemlich definierte Brustmuskeln. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann like das Video und teile es mit einem Freund. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir bestimmt gefallen werden. Klicke einfach nach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.